Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Eins wollte ich noch nachtragen, das lag mir jetzt noch ein bisschen auf dem Herzen. Ich habe natürlich da beim Navigator was falsch übersetzt, von wegen, er sollte eigentlich sagen, wenn du einen Job machst, dann machst du nach gescheit. So rum, das wollte ich nur nochmal klarstellen, das ist mir jetzt nochmal beim Durchsichten von der letzten Episode aufgefallen. Und es fühlt sich komisch, ja, das Amulett zu benutzen. Ja, ich will aber, dass du es benutzt, ne? Benutze es. Ja, es fühlt sich komisch, ja, aber du sollst das verwenden, das Ding. Sonst kommen wir doch nämlich nicht drauf. So. Und. Jawohl, jetzt sind wir unsichtbar für die. Sehr schön. Aber ich mag den Ghost Ship Shuffle. Okay, die können wir leider nicht auswählen. Und der dirigiert hier den Typ an der Fiedel. Die anderen, die hören nur zu. Okay, den Geisterhund gucken wir uns auch mal an. Look at. Hey, was für ein süßer kleiner Geisterhund. Machen wir mal hier. Tür aufmachen. Oh, da ist er, der Overgosha selber. Hier war ein bisschen in seiner Nähe. Pieksen man vielleicht mal so ein bisschen. Der Wind macht aber nicht so Geräusche. Gewitter erleid. Du hättest besser Schiss von mir, falls du überhaupt da bist. Weiß der Teufel, was du überhaupt ist. Gucken wir uns mal die Kiste hier an. Wer wagt es in die Kabine vom Geisterpirat Letzschack zu kommen? Sollt lieber Angst haben, wer immer nur ist. Gebiet der Dunakeidel. Okay, da haben wir noch eine Karte von Monkey Island. Sieht aus wie Monkey Island. Trademark. Hier ist noch ein Bild. Ich glaube, das können wir uns aber nicht angucken. Du. Okay, sieht aus wie der gruselige Kerl, der auf dem Overdeck war. Das war dann wohl der Dirigent von dem Fiedler. Also, wie sieht es mit dem Kapitänsbett aus? Das hat kleine sich kräuselnde Herle drauf. Igitt. Und die Truhe? Ja, immer wieder. Wer wagt es in die Kabine vom Geisterpirat in Schacht zu treten? Komische Orte, komische Geräusche. Okay, da ist aber auch noch ein Schlüssel, den wir noch brauchen. Fahr später. Wer macht dann die Geräusche? Komische Orte, komische Geräusche. Ja, denken Sie mal drüber nach. Wie war denn das? Das Ding hat ja einen starken Magnet. So war das, glaube ich, ne? Kompass mit dem Schlüssel. Genau. Zip. Jetzt gehört er uns. Und, schaut dann mal an. Das ist ein großer, geister, schauerlich aussehender Schlüssel. Ja, perfekt. Genau den brauchen wir. Ja, da ist noch irgend so ein besoffener Geist. Mit dem können wir leider nicht... Oder doch, mit dem können wir interagieren. Schau doch mal den besoffenen Geist da. Was für ein besoffener Typ. Slopf, ja. Das mag man mir auch übersetzen, wie man will. Ich nehme jede Übersetzung gern an. Das ist aber nicht gut. Was war denn das da? Ach, ein Gewitter, du ne Keitel. Komisch, hier ist selbst ein Geisterschiff. Okay, dann gehen wir halt mal runter, ne? Da ist noch irgend so ein illustrer Kapalke. Der schlurfende Geist. Gucken wir uns den mal an. Hm? Der klingt, was, nochmal? He looks sound asleep. Aha, er sieht geräuschvoll schlafend aus. Okay, er hat auf jeden Fall, ach, Käsefies. Die gucken wir uns dann später noch an, sei Käsefies. Nicht talk to, walk to. Ja, da gehen wir noch weiter, weil hier können wir sonst nichts anderes machen. Da sind Geisterhühner und da sind Geisterschweine. Von irgendwas müssen die Geister auch leben, ne? Pfui Deivel. Gucken wir uns mal die Geisterhühner. Geisterfeder. Die nehmen wir da gleich mal mit. Schick, die gucken wir uns auch mal an. Es ist eine Feder. Okay, können wir mit einer Hühner retten, zufällig? Nee, mit der Schweine auch nicht. Gucken wir uns mal die Geisterhühner an. Die sehen wie Hühner aus. Okay, und die Schweine? Guck mal, wie die essen. Oder guck mal, wie die fressen. Okay, da kommen wir auch nicht hier. Da ist noch irgendeine glühende Kiste.
Da sehe ich nichts Spezielles dran, außer dass es eine Geisterkiste ist, ne? Ja, außer dass du eine große Anti-Voodoo-Wurzel ist. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall die Geisterfeder, denn die können wir mit der Käsefies von dem Kerl benutzen. Und noch einmal das Ganze. Ja, genau, bis er hier sein Zeug fallen lässt. Das nehmen wir mit. Juggo Grog, der Krug voll Grog nehmen wir mit. Und gucken uns an. Das große Flasch mit Geistergrog. Können wir dann trinken oder so? Nee, nur benutzen mit. Okay. Den würde ich mal lieber aufheben. Alles klar. Wir hen. Ein Schlüssel von LeChuck. Da müssten wir hier reinkommen. Warte mal. So, hier. Genau, da kommen wir hier runter. Und da ist eine große Geisterratte. Da sind noch jede Menge andere Geisterratte. Und da ist Schmalz. Kochendes Schmalz. Und Grease ist da aber auch noch falsch geschrieben. Grease schreibt man mit EA. Ja. Okay. Die Ratte gucken wir uns mal an. Das ist die größte Geisterratte, die ich jemals gesehen habe. An die Monsterratte gehe ich nicht notra. Okay. Da haben wir da noch eine Schale. Und damit verwenden wir den Grog. Machen wir die mal besoffen. Schleck, schleck, schleck. Und jetzt ist das Tierle beschäftigt. Und ist ziemlich am Arsch von dem Grog. Gut. Das Schmalz. Ja, das nehmen wir uns Ammo mit. Es ist überall auf meiner Hand drauf. Gucken wir uns das Zeug mal an. Ja, pfui, Deibel. Ansonsten gibt es hier nämlich auch nichts mehr, ne? Nur das Schmalz. Das Schmalz brauchen wir dann für die quietschende Tür. Genau so war das. Moment, ist da überhaupt noch Grog drin? Können wir aber leider Anime benutzen, ne? Hey, wie? Die Musik ist weg. Ich will die Musik nochmal hören. Genau. Hey, warum geht die Musik auf? Verdammt nochmal. Okay, dann... Ja, so geht es doch. Das sollte wohl das Quietsche beenden. Okay. Dann geht es jetzt ohne Gequietsche. Sehr schön. Die Geisterwache, die ist ganz schön am Ratzen. Können wir uns mal angucken? Der schläft. Okay, hier ist die Brick. Hier ist eigentlich Elaine drin. Wo komme ich denn vorbei? Der große Geister ist im Weg. Hey, ich werde die Gouverneurin ist hier drin. Und das sind noch jede Menge Geisterwerkzeuge. Die schnappen wir uns mal mit. Oh je, noch mehr Inventar. Aber ja, die Geisterwerkzeuge, die brauchen wir definitiv. Können wir die mit dem Kerl verwenden eigentlich? Ich will ja, dass er aufwacht, bevor ich so ein tolles Anti-Geist-Tränkchen habe, um mich selber zu verteidigen. Ja, kann ich ja nur verziehen. Kann ich verstehen. Okay, warum auch immer das immer mal wieder so merkwürdige Pause macht. Okay. Ja, dann können wir jetzt auf jeden Fall die Geisterwerkzeuge hier mit der Kiste verwenden. Das sollte funktionieren. Klatsch, bum, batsch, bing, kabum, zack. Knarre, knia. Okay. Gucken wir mal da rein. Ich hol mal die Altwurzel und dann bin ich wieder auf dem Weg. Okay. Schauen wir uns das Ding mal an. Es ist ein merkwürdig verdrehte und verschrumpeltes Ding, was nicht gerade besonders toll aussieht oder beeindruckend. Alle hopp. Na dann, wieder raus hier. Und ebenfalls hier wieder raus. Wir machen uns jetzt auf den Weg hier wieder zu der Kannibale. Aber ich glaube, da ist das Spiel schon so gnädig und sagt, komm, ich spare euch den Weg. Genau. Noch ein langer Weg und eine kurze Strecke. Weilche später. Ich hab's gepackt. Ich hab die Wurzel. Wow. Hey, er macht keine Scherze. Da ist er. Wäre ich dann nicht so ein Weißschlappe, wie ich gedacht hab? Ja, komm schon. Wir brauchen jetzt mal das fermentierte Wurzelzeugs. Wart hier, wir sind gleich wieder da. Alles klar. Der dreiköpfige Affe wieder. Netter Affe, ich hab die Wurzel. Ich bin jetzt so Weichei, wie sie gedacht hätten. Ich hätte dich gern ausgestopft. Du werde ich ein Vermögen damit machen. Jetzt petzt er sich noch hier die Bananenreihe und verschwindet mal wieder.
Da ist es. Ein Tropfen von dem Zeug und Ektoplasma zerstäubt sich von selber. Jo, und außerdem ist es auch noch sehr lecker mit Vanille-Eiscreme. Viel Erfolg. Dankeschön. Gut, damit haben wir unser Soll eigentlich erfüllt. Und wir haben hier magische Seltas-Flasche. Gucken wir uns das mal an. Scheint mit so einer karbonisierten Flüssigkeit gefüllt zu sein. Alla hopp. Dann wieder der Rückweg. Noch mehr nervischem Gepaddel. Du hast mich halber zu Tod verschreckt, Kerl. Komisches Wetter, balmy Weather, irgendwas mit dem Wetter auf jeden Fall. Koste mein Rootbier! Mein Rootbier, ja, Rootbier eigentlich. Malzbier ist ja die falsche Übersetzung. Malzbier ist ja was anderes als Rootbier eigentlich. Von daher, im Deutschen war das ursprünglich mit Malzbier eigentlich schlecht übersetzt. Rootbier hat schon stimmt. In dem Fall, koste mein Rootbier, böser Geist! Ich bin einfach muss sagen, was ist da mit dem Schiff passiert? Ja, die sind ohne mich zur Hochzeit losgefahren. Warum bist du noch da? Ja, mein Kopf ist in die Lava gefallen und ich bin dann noch hinterhergegangen. Und als ich wieder zurück war, dann sind sie schon abgelegt. Schande, Schande über mein Haupt. Ich hasse es, die Hochzeit zu verpassen. Was für Hochzeit eigentlich? Na, Lechak, der heiratet die Gouverneurin von Mealy Island, Trademark. Was? Aber wie werden sie dann, wo ist die Hochzeit? Ach, durch so nette Cash in Mealy Island Trademark. Durch müssen sie unterwegs gewesen sein. Mealy Island Trademark? Oh, nee. Ich geb auf, ich hab's langsam satt, den überall noch zu latschen. Ich muss ihnen hoch. Und ich muss die Hochzeit verhindern und aufhalten. Tschüss. Bob, was machst denn du hier? Oh, ich hab das Schiff verpasst für die Hochzeit. Hey, kein Problem. Wir können doch mein Schiff nehmen. Auf geht's. Hey. Du hast das Schiff? Beziehungsweise wärst du mich noch Mealy Island Trademark mitnehmen. Wie bist du hier überhaupt ohne den Kopf hergekommen? Das ist eigentlich auch eine gute Frage. Aber du hast ein Schiff? Ernsthaft? Yep. Und wenn du ein Schiff gehabt hast, warum hast du dann drauf gewartet, gerettet zu werden? So ganz nebenbei. Kerl. Ach, zum Teufel damit. Wenn du gestrandet bist, dann muss dich jemand retten. So sind halt die Regler. wie bist du ohne den Kopf überhaupt hierher gekommen, so nebenbei, wenn wir Zeit davor haben? Ach, ich hab doch einen Kopf. Ach, Kerl. Deswegen das mähn ich, jo. Genau deswegen habe ich die Crew eigentlich auch abgeschossen mit dem Schiff, weil ohne andere Umstände hätte ich die Crew jetzt nicht niedergemacht, indem ich unser Sea Monkey niedergeschossen hätte. Dann wäre jetzt die Crew gekommen und hätte gesagt, hey, wir müssen jetzt hier wieder zurückgehen. Aber ich finde das Ende eigentlich viel lustiger, dass wir der Herman mitnehmen und die Crew hier bleibt. Wärst du mich überhaupt noch Mealy Island Trademark mitnehmen? Ich kann da mein Schiff leihen, wenn versprichst mich damit zu retten. Okay. Na dann los! Der letzte Part. Guybrush dritte Paar Ärsche. Okay, ich denke, heute schaffen wir noch Monkey Island. Auch wenn sie ein bisschen Überlänge hat, macht nichts. Ey, das war eigentlich wesentlich einfacher als der Trip noch Monkey Island Trademark. Ich wundere mich, wo Toothrot jetzt hier ist. Naja, ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal die Hochzeit aufhalten. Gut, unser ganzes tolles Inventar ist weg, außer die 173 Piaster und die Seltas-Flasche. Na gut, da wollen wir mal. So, erstmal hier weg. Huch, da kommt was Irix. Hey, warte mal eine Sekunde. Swill this. Könnte ich Sie an Rootbeer interessieren, Sir? Für Rootbeer begeistern, Sir? Ich verkaufe diese netten Mundduschen. Willst du nette Tricks sehen? Oh jo, natürlich will ich das. Ich liebe magische Tricks. Okay, cool. Sehr schön. Der erste Geist haben wir schon effektiv damit niedergemacht. Da haben wir noch so ein Grimm Spectre.
Okay, der grimmische Geist oder die Grimmig-Geistererscheinung haben wir da noch. Die Mama auch noch fertig, selbstverständlich. Wir sprechen natürlich auch mit dem Hansel. Entschuldigung, haben Sie eine Einladung für die Hochzeit? Nee, ich bin ein Hochzeitscrasher. Gate oder Tor, Crasher, Tor. Ja. Nee, aber ich habe das tödliche magische Root-Bier. Den muss ich in meiner anderen Hose haben. Ja, komm. Nee, aber die habe ich im. Ich habe mein tödliches magisches Root-Bier. Zick, zick, zick. Shake, shake, shake. Und pff. Weg ist er. Das Zeug ist großartig. Pass nur auf, Letschak. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt. Und sein Name ist. Hey, ich sollte mal lieber zu der Kirche. Ja, solltest du wirklich. Wobei, auf der anderen Seite, komm, wir gucken nochmal bei der Voodoo-Lady vorbei. Na? Ich muss zu der Kirche. Ja, schade. Okay, die Männer ohne Moral, oder die Männer mit geringer Moral sind anscheinend Achnemido. Oh, oh. Es ist schon heilig wie Zau. Dass Geister überhaupt in einer Kirche heiraten können. Können wir mit dem lustigen Mann darüber noch sprechen? Ich habe doch eigentlich einen Termin noch fürs Plündern. Okay, ja, schade. Dann halt nett. Na dann, ab in die Kirche mit uns. Wenn es irgendeinen Grund gibt, warum die zwei Leute nicht im heiligen Bund der Ehe vereint sein sollen, möge er sprechen oder für immer schweigen. The groom isn't a gentleman. Der Bräutigam ist kein Gentleman. Der Bräutigam ist nicht mal ein Mensch. Elaine! Huch? Hey, was ist denn da los? Wer ist denn das? Da habe ich wohl ein bisschen zu lange gebraucht. Du! Nimm das, du vaporöser Voodoo-Schleim. Oder Voodoo-Gift. Ich liebe auch die LeChuck-Musik, die ist auch so geil. Bitte töte mich nicht! Okay, hier. Ich erinnere mich, dass ich nur noch so einen Termin beim Zahnarzt habe. Ne, hier. Ich komme hier, um die Hochzeit mit der Gouverneurin Mali zu verhindern, natürlich. Und wie hast du das vorgestellt, Kerl? Gouverneurin! Gouverneurin? Gouverneurin? Was geht denn hier ab? Ach, Guybrush, du dummer Idiot. Ich weiß ja zu schätzen, dass du mich retten wolltest, aber das war nicht notwendig. Ich habe alles in der... Alles schon geplant und in die Hände gehabt, naja. Ja, irgendwas war noch. Wie, wer, aber was, ich, wie, wer? Wie hast du geschafft, sein Kummer? Und, wenn du hier bist, wer ist dann das im Hochzeitskleid? Ups, friss die Blume. Es ist. Was? Ach, mach's nicht. Erschreck's nicht. Die haben viel von dem geisterzerstörenden Rootbier dabei. Na ja, ich hol mal schon. Ja, das wäre ein guter Plan gewesen. Die kann auf sich aufpassen. Ups. Gut gemacht, Guybrush. Naja, jetzt muss ich denn noch, um ans Voodoo-Rootbier wieder zurückzukommen. Aber ich. Hey. Du wagst zu herzukommen, um mich herauszufordern und zu konfrontieren. Ich kann's nicht mehr glauben, du Dappschädel. Ich kann deine Dummheit überhaupt nicht glauben. Ach ja? Naja, ich kann deine Frivolität nicht glauben. Alles wunderschöne Worte, mit denen ich leider nichts anfangen kann. Fangen wir nochmal hier von unten noch over an. Ach ja? Irgendwas mehr, ja, deine Mobilität kann halt klar, hier Felicity. Keine Ahnung, also bei manchen Dingen habe ich leider wirklich null Ahnung bei der Übersetzung. Fragilität kann halt klar, okay. Aber wir machen das mal bis zum Schluss. Wir beleidigen uns hier in der Kirche, während der. Okay, jetzt hat er die Schnauze voll. Ich habe die Schnauze voll von dir. Sag doch mal jetzt, nicht so hastig, au! Der seelenlose Priester, guck, da war ganz schön blöd. Naja, unser Rootbier ist weg. Und LeChuck steigt uns hinterher. Pow. Ew, direkt auf die Nase von Mealy Island. Biff. Und es geht zu Stan. In den Grog-Automat natürlich. Aua. Ach, da ist er ja wieder.
Ja, gut, dich wieder zu sehen, Söhnchen. Wie geht's im Schiff? Wenn du nochmal Interesse an dem Handel hast, dann kann ich dir einen fairen Preis dir verkaufen. Howdy, Partner. Sie sind doch sicher hierher gekommen, weil sie ein Mann von Welt sind. Ein Mann mit einer Alpha-Qualität natürlich. Und ein Mann, der weiß, wie man gutes... Boah! Weg ist er, der Stan. Und jetzt wird man aus dem Grog-Automaten noch gerüttelt. Und er zieht uns durch die wahre Ausgabe durch. Was a Sau. Okay, ich würde ganz gern hier das Rootbier und mit LeChuck benutzen. Glücklicherweise lag du noch eins rum. Und sein Skelett bleibt nur noch auf dem Botter für ein paar Sekunden. Instant Replay. Okay. Die Zeppelin-Kamera auch noch. Kaboom. Und voll in die Geister-Fraser. Sehr schön. Hey. Schleich dich doch nicht von hinten so an mich ran, Mädel. Sorry. Ja, ist schon in Ordnung. Na. No. Wisst, LeChuck waren schon ein ziemlich wiester Kerl, aber... Eins kann man nicht... Eins muss man ihm lassen. Und das wäre? Er sieht schon ziemlich nett aus, so wie er durch jeden Nachthimmel explodiert. Ja, das ist so romantisch. Soll ich da ein Rootbier kaufen? Eigentlich habe ich ein bisschen den Leder vom Rootbier. Als ich da in der Maschine beim Stan war... Oh Mann, ich hoffe, Stan geht's gut. Also die Geräusche sind schon etwas lästig. Ach, ich wünschte, meine Crew wäre hier, um das zu sehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Guybrush dafür verantwortlich ist, dass der große Fels unser Schiff versenkt hat. Ja, sobald wir hier von der Unsel runter sind, dann schnappen wir uns mal der Herr Threepwood. Ja, erstmal müssen wir aus der Hütte rauskommen. Und das Ende gefällt mir für die Meuterer sehr gut. Naja, irgendwas habe ich wenigstens dort draus gelernt. Und was? Du hieß übrigens in der deutschen Übersetzung damals, bezahl nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Ja, wie man mit Frustration, Enttäuschungen und irritierendem Zynismus umgeht. Es ist nicht die Größe des Schiffes. Natürlich, als Gamer. Bezahl nie mehr als 50 Mark für ein Computerspiel. Was? Ich weiß nicht. Ich hab nur so im Blut gehabt, dass ich das sagen müsste. Und das war, ihr liebe Leute, The Secret of Monkey Island Special Edition auf Pelzig. Featuring Spiffy als der Hund der Bar. Alles klar. Ich persönlich fand, das war ein wunderschönes Let's Play. Es tut mir natürlich leid, wenn ich bei der Übersetzung nicht sofort dahin dran bin. Ich hoffe, bei Monkey Island 2, LeChuck's Revanche, kann ich die Geschwindigkeit ein bisschen einstellen, sodass das Ganze etwas gemächlicher und langsamer ist. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt euren Spaß gehabt, ihr liebe Leid. Mir hat's tierisch Spaß gemacht. Monkey Island ist einfach das erste Computerspiel, was ich abseits von den großen DOS, also von den kleineren DOS-Spielen, gespielt habe, wie Chill of the Jungle, Cosmo, Commander Keen und Duke Nukem und wie sie alle Käse hin. Da war Monkey Island das erste richtige Computerspiel, was ich damals 1994 auf unserem ersten DOS-Computer gespielt habe. Mir hat es tierisch Spaß gemacht, das jetzt als Let's Play zu machen. Ein großer, fettes Dankeschön nochmal an die wundervolle und liebe Ala, dass sie mir die Special Edition empfohlen hat und gesagt hat, das könnte ich mal als Let's Play machen. Das hat mir richtig gut gefallen. Vielen lieben Dank nochmal für den Tipp. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, so wie mir es Spaß gemacht hat, zu spielen. Einmal habe ich ein bisschen kranke wegen dem dappischen Kopf des Navigators, bis ich mal rausgehört habe, wie das funktioniert. Aber ich würde mal sagen, ja, schalt deinen Computer aus und geh schlafen. Alles klar. Wenn das kein eindeutiges Zeichen ist, ihr liebe Leute, dir ich mal sagen,
Wir sehen uns übermorgen wieder, und zwar zur Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Morgen ist übrigens Heiligabend, wie ihr sicher wisst, wenn ihr es heute guckt. Und da erwartet euch bei Call of Cthulhu auf Pelzig noch eine kleine Überraschung für jeden, der zu Weihnachten seit 2 Jahren, seit mein Kanal gegründet ist, reinguckt. Für den wird es eine große Überraschung sein, aber für jeden, der es noch nicht kennt, guckt doch mal morgen bei Let's Play Cthulhu auf Pelzig rein, wenn ihr an Heiligabend die Zeit habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Viel Spaß, wenig Stress, schöne Geschenke natürlich und eine wunderschöne Zeit. Und wir sehen uns am ersten Weihnachtstag wieder zum zweiten Teil von Monkey Island. Und zwar LeChuck's Revenge auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Wer mag, kann mich morgen auch an Heiligabend gucken. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Euer Yankee.